Hallo, willkommen zu Cat Burglar, A Tale of Pursuit. Ist ein sehr kurzes Spiel, wir werden es wahrscheinlich heute sogar schon durchspielen. Warum es kurz ist? Ja, es hat nur 7 Level, aber wir werden dafür alles durchspielen, wir werden jeden einzelnen Kristall hier sammeln. Außerdem ist dieses Spiel sogar ein sehr besonderes Spiel, denn, wie man sehen kann, ist das Spiel gemacht worden, um ein paar Charities zu supporten. Gamers for Good, Helping Gamers Give Back. Miau, 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 miau. So, da kann ich mal kurz die Credits zeigen. So. Main Menu. Wir werden das jetzt anfangen. Ich werde es wahrscheinlich ein wenig rumschneiden. So, weil ich dachte, das Spiel wird wahrscheinlich so sein, dass man hier, das hier gut schneiden kann. Weiß ich nicht. Ich habe mir nichts von dem Spiel angeschaut. Ich habe mir nur angeschaut, wie lang das Spiel ist. Ich habe mir aber kein wirkliches Gameplay angeschaut. Ich weiß nichts über das Spiel. Vielleicht werde ich auch mehrere Folgen machen. Das weiß ich noch nicht. Wir werden aber mit mir anfangen. Let's go. Ah. Und da sind wir. Wir sind also eine Katze, da habe ich mir schon gedacht. Ah, ich muss mit der Maus spielen, oder? WASD, Move, links ist Cam. Ah, links gedrückt halten, nächste. Und ah, hier, ah. Gott, die Steuerung ist jetzt nicht so ganz so geil. Am besten mit Controller. Naja, egal, dann werden wir jetzt halt mit Tastatur spielen, das ist jetzt auch kein Problem für mich. So, auf jeden Fall dachte ich am Anfang, das Spiel wäre, es ist kostenlos auf Steam. Ich dachte erstmal, das Spiel wäre ein Plattformer und ich stehe auf solche 3D-Plattformer. Vor allem mit der süßen Katze dachte ich mir, ja, wird cool. Aber es ist ein Stealth-Game. Wir müssen uns verstecken, wir dürfen da nicht erwischt werden. Don't worry, you can't fall. Nicht? Oh, ich kann nicht fallen. Wenn ich Leertaste drücke, dann wird es wieder reset. Okay, cool. So, ich hoffe, der Sound passt. So, ich habe kurz den Sound wenig leise gemacht. Ich habe auch die Zeit genutzt und meine Maus ausgestellt. Damit ihr halt meine Maus nicht sieht, sonst werdet ihr die ganze Zeit im Bildschirm. Dachte, vielleicht ist es besser, wenn man die nicht sieht. Ist auch nichts Besonderes so. 4 Keys to Exit. Okay, für dieses Level brauchen wir 4 Keys. Wir dürfen nicht erwischt werden. Ansonsten. Busted! Mach jetzt erstmal so ein Drama draus. So, ich hoffe, by the way, dass die 100% hier nicht schwer sind, weil das sind nur 7 Level und ich habe jetzt keine Lust hier mehr als eine Stunde drin zu sitzen in diesem Spiel. Ich hasse das Spiel. Bonus! Juhu, ich will alle haben und die hören sich auch cool an. Bidding. Aber was ist die Story hinter dem Spiel? Wer sind wir? Warum dürfen wir nicht entdeckt werden? Wir wissen es nicht. Oder ist ein Hund. Wir Katzen mögen keine Hunde. Also hau mal ab, du. Dass der mich da nicht sieht. Was ist los bei dem? Ja, der sieht auch gar nicht so. Lol. Dann. Ah, hier ist auch noch was. Oh Gott, schnell. Oh, da kommt. Oh. Oh Gott. Ich muss ehrlich sagen, die Steuerung ist ein wenig. Cat Starter Collection. Ich muss. Oh Gott, da kommt er. Ja, das ist aber cool, dass man einen sieht, wenn man hier versteckt ist. Die Steuerung ist ein wenig seltsam. Weil die Katze braucht erstmal ein wenig, um umzudrehen. Also wirklich, die. Ja, jetzt zack. Ihr seht ja, ich drücke sofort in die Richtung und die braucht erstmal ein wenig. Das sieht man zwar schlecht, aber. Joa, ich habe alles. Das war das erste Level. Easy peasy. Yeah! Good start! Ja, finde ich auch. Cat Burglar is a pet charity awareness game. After each level, we will share a great organization with you. Oh. Best friends save them all. Okay. Dogo Corps Leader Major Bull. Cat will be showing up soon to steal our gems. It is your mission to capture her. Any questions? Sir, why are we putting gems around the base? To catch Cat, of course. Sir, why do we want to catch Cat, sir? Because she's trying to steal our gems, of course. Sir, yes, sir, woof! Man merkt, der Typ ist sehr, sehr schlau. 200 EQ, um genau zu sein. So, jetzt sind es aber schon doppelt so viele Gems. Dann. Hier war irgendwas. Cool. Ah, nein! Wow, ich dachte gerade echt, der geht da rein.
Scheiße. Warte, kann ich hier noch durchhuschen? Die sieht mich nicht. Schlecht, ihr seht mich alle nicht. Da muss ich runter droppen. Hier kann ich nicht runter droppen. Okay, alles klar. Ich würde sagen, wir machen unten erstmal und danach machen wir oben. Oh Gott. Bitte nicht, nein. Oh Gott. Schnell. Okay, wir haben einen Schlüssel, wir brauchen vier. Jetzt haben wir zwei. Ah, okay. Was? Nein! Ich muss alles neu machen. Ah! Shit. Ganz oben. Oh Gott, nein, das geht so nicht, das geht so nicht. Wir müssen drumherum die ganze Zeit laufen. Okay, das kann ich noch. Ich dachte nicht, dass der nach links geht. Ich dachte, er geht wieder zurück. Verdammt. Ach, ich muss oben als letztes. Ja, dann lass mich nochmal erfangen. Oben ist das Ende. Dann gehe ich erstmal nach unten. Ja, so nicht. Wow. Knappes Ding. Aber hier können wir den Schlüssel holen. Oh Gott, man fällt sofort. Das ist so seltsam. Und die Steuerung hilft dabei auch überhaupt nicht. Ich würde gerne so nah ran zoomen wie möglich, aber wenn du einmal scrollst, dann zoomt er vielleicht ein Pixel ran. Das ist keine Hilfe, absolut nicht. Muss ich von hier oben runter droppen? Geht das überhaupt? Ja, doch geht. Okay. So, jetzt brauchen wir nur noch die Gems, die restlichen. Bloß nicht erwischen lassen, das wäre jetzt blöd. Ah! Oh Gott, die Steuerung ist seltsam, also wirklich seltsam. Oh Gott, nein, bitte nicht. Jimmy, Jammies. Aber ich habe das Achievement schon, also habe ich es eigentlich schon geschafft, oder nicht? Oh Gott, da kommt er. So. Aber wir sind durch. Level 2, auch kein Problem. Keys can't hide from me. Hide from me? Hit? Okay, was immer. You win, check out this great charity. Oh, Guide Dogs for the Blind. Oh, epic. Die Musik erinnert mich ein wenig an Megalovania. Okay, ich verstehe den Hund nicht. Wir können hier rein alles sammeln, das sieht doch schon mal gut aus. Wir können hier lang das sammeln, wir können hier lang erwischen lassen. Nein, das nicht. Also das können wir auch, aber das wollen wir natürlich nicht. Oh Gott, nein. Nein, 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 nein. Das wollen wir nicht, habe ich gesagt. Knappes Ding hier. Warum liegt da Hundefutter? Okay. Muss ich hier echt umschauen, das ist nicht einfach. Ich habe sie rauf geschafft. Ich denke mal, das gewollt, so rauf zu kommen, oder? Was macht der? Der dreht sich nur immer wieder um. Man sieht einfach echt nichts hier. Oh Gott. Jetzt bin ich wieder um. Ah, ich muss durch ihn durchhuschen, oder was? Nee, muss nicht. Wegen dem Schlüssel. KK. Gott. Und hier haben wir den letzten Schlüssel. Und da sind die letzten drei Gems, die uns noch fehlen. Ich denke, ich weiß schon, wie ich da hochkomme. Hier aus runterspringen, ne? Ja. Yep.
all dem Gems. Okay. Das ist wahrscheinlich ein englischer Wortwitz oder so. Der macht keinen Sinn im Deutschen. Gehe ich mal vorne aus. Weil das Spiel ist ja auch vor allem nicht auf Deutsch, das Spiel ist auf Englisch. Aber trotzdem sind die Achievements auf Deutsch. Sinn? Ich bin nicht da, tschüss. Epic Dogo Dodger. Old Friends Senior Dog Sanctuary. Very epic. Was? Was soll das Bild? Was soll das? Wir sind doch nicht einfach gesucht, oder? Das kann mir noch niemand erzählen. Bitte nicht fallen. Hui! Okay. Oh, hier ist ein Schlüssel drin. Ah! Gott. Okay. Das ist die richtige Seite gewesen. Gut. Hier runter? Wow! Okay. Scheint richtig zu sein. Wer bist du? Hundi? Bist du der Boss? Oh Gott, da kommt ja einer! Scheiße. Was mache ich jetzt? Der kommt drüber. Ich muss durchrennen. Oh, die Musik hat genau dann aufgehört. Passend. Was? Mann, die Kamera ist echt nervig. Man sieht nichts. Diese Kack-Kamera. Ich könnte mich jetzt so aufregen über die. Ich muss hier runter. Shit. Ah, da geht's auch noch runter. Das habe ich überhaupt nicht bemerkt. Da kommen wir gleich zu. Ich werde erstmal an dem vorbei. Oh, da drin sind auch noch welche. Jetzt! Nein! Oh Gott! Was sind sogar zwei? Okay, komm. Hau du ab. Schneller. Du Robohund. Oder du schlafender Hund oder was auch immer. Vielleicht kommt man von hier dahin. Ah, ja, hier ist eine Treppe. Macht der Typ da? Sind das die letzten Gems? Nee, ich glaube nicht. Oder? Na wohl? Doch, sind alle. God love for gems. Nein! Oh mein Gott, ich hab mich da jetzt voll erschrocken. Okay, wisst ihr was? Oh, ich werde die nicht alle nochmal sammeln. Das hat voll lang gedauert. Okay, wir haben wieder alle Gems. Immerhin. So, jetzt noch die Schlüssel. Hier ist der zweite. Ah, komm, hau ab. Dann springen wir hier runter. Hier ist ein Schlüssel. Zack. Einer fehlt mir noch und ich weiß nicht welcher. Wie komme ich da hin? Ach, hier runter springen. Ah, das geht. Okay. Dann haben wir's. Hui. Ein wenig kompliziert, aber nicht schwer. Super sneaky. Vets Beyond Borders. Juhu, cool.
So, Level 5, glaube ich. Ja, yep, Level 5. Und ich spiele schon fast eine halbe Stunde. Läuft. Okay. Hier steht auch Level 5 drauf. Okay. So, ich spiele mal wieder mit schlechter Kamera. Läuft. So wie ich mein Spiel gerne spiele. Okay, hier ist das letzte, hier ist das Ende. Und einen Schlüssel haben wir schon. Also hoffe ich mal, dass das Level nicht lange ist. Was? Man sieht halt echt fast nie, was abgeht. Das ist schon nervig. So, ich muss hier lang, damit ich den folgen kann. Hier lang, oder wie? Bin ich. Was? Was? Lol. Okay, schnell umdrehen. Nein! Warum dreht er um? So. Warum steht er überhaupt hier? Ah, ich bin wieder hier. Scheiße! Ich wurde noch nicht mal berührt von dem Ding, aber mein Kegel da. Guten Tag, Freunde. Oh, scheiße, da oben ist ein Schlüssel. Oh, nee, das wollen die jetzt echt nicht bringen, oder? Ich soll hier drauf. Und dann so ein... Oh, nein. Oh, Gott. Och, nö. Ah. Wow. Nein, ich bin stuck. Oh, Gott, ich dachte echt, ich bin stuck. Scheiße. Okay. Oh, das ist echt gar nicht so einfach. Ich weiß nicht, wo ich bin. Renne ich gerade zu einem Schlüssel oder was? Oh, ich renne gerade gegen eine Wand. Oh, hier geht's aber weiter. Scheiße. Ich folge dir mal. Vielleicht hast du irgendwas Schönes für mich. Wie diese Gems. Ja! Nicht dich einfach umdrehen, das ist nicht nett. Was ist hier? Ah. Kannst du bitte verpieseln? Dankeschön. Die Katze hier will nämlich hier lang. Echt scheiße, knapp. Oh Gott, nein, der kommt auch noch zurück. Scheiße. Alles klar. Okay, das Spiel hat einen komischen Glitch. Wenn ich nämlich Escape drücke und dann statt Resume, also fortführen, auf nochmal Escape drücke, dann ist das Spiel immer noch pausiert. Seltsam. Nein! Fuck! Warum gibt's keine Checkpoints? Das ist doch echt... Aua, aua. Das ist aber echt fies hier. Die Passage hier ist echt richtig fies. Aber jetzt bin ich safe.
Immerhin etwas. Scheiße, wie komme ich zum Schlüssel? Was? Ich wurde noch gar nicht berührt. Ach, du bist doch scheiße. Die Passage ist echt schwer, finde ich. Aber hier bin ich safe, ne? Das war doch so. Aufpassen. Schnell. Oh Gott, okay. Okay. Oh, ich muss hier noch runter droppen. Okay, das sollte aber nicht so schwer sein. Oder? Nee, das ist nicht schwer. Okay. Wo ist der Typ? Oh, der kommt gerade zurück. Okay. Oh mein Gott. Das fühlt sich voll schwer an. Verdammt, wo gehe ich lang? Wo gehe ich gerade? Oh nein, da will ich nicht lang. Ah, ich kann von hier unten. Oh lol, man kann von hier runterspringen. Ist das so gedacht? Ich weiß es nicht. Oh nein, jetzt bin ich wieder hier. Aber warte, ich kann einfach hier runterspringen wieder. Oh Gott. Mir fehlt noch da oben der Schlüssel. Ach, von hier runterspringen. Nee? Oh Gott. Aber wie komme ich denn dann hin? Da ist ja natürlich der letzte Schlüssel. Aber wie komme ich da zum letzten Schlüssel? Wie komme ich da hin? Ich sehe keine Möglichkeit, da hinzukommen. Wieso das denn? Wieso kommt man da nicht hin? Ah doch, ich sehe es. Oh, sorry Leute, ich sehe es. Hier gibt es einen Durchgang. Und dann fährt man hier hin. So, der letzte Kristall, ich weiß, wo der ist. Keine Sorge, Leute, ich habe nichts verpasst. Der letzte Kristall ist einfach da unten am Ziel. Den habe ich einfach nicht eingesammelt. Den sammle ich jetzt ein. Wir haben alles, endlich. Ich hasse dieses Level, Alter. Gott. Tower of Gems. Yeah. Und Cat's Tower. Asgard. Super toller Name. Super. Kannst du bitte aus dem Weg gehen? Ich will da drauf klicken. Okay.